Wir begeben uns jetzt von der Berliner Ebene nach Baden-Baden an den Fuße des Schwarzwalds auf der Suche nach Innovationen, die helfen, die Gebäudewende schadensfrei zu gestalten. Und da sind wir bei Schöck genau richtig. Ich begrüße Herrn Werner Fenter, Produktmanager bei Schöck, der uns sagen wird, wie das Ganze funktionieren kann. Hallo Herr Fenter, grüß Sie. Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen was Innovatives vorzustellen. Heute anhand von zwei Fassaden, die an einer bzw. zwei Hans-Thoma-Schulen eingesetzt wurden. Was es damit auf sich hat, zeige ich Ihnen gleich. Hier die erste Schule in Sanierung. Sie müssen Ihre Präsentation noch freischalten. Ich bin. Ja, jetzt alles gut. Jetzt alles gut, genau. Wunderbar. Und also ich würde zwei Minuten vor Schluss reingrätschen, damit wir Zeit haben für Fragen. Wenn Sie mich wiedersehen, dann wissen Sie, Sie sollten sich dem Ende Ihres Vortrags zu bewegen. Ja, ich sehe Sie nicht, ich sehe nur... Sie hören mich. Okay, dann hören Sie mich. Ich darf starten? Ich fange jetzt an. Okay, herzlich willkommen nochmal alle zu meinem Vortrag zur vorgehängten hinterlüfteten Fassaden der Hans-Thoma-Schulen. Es sind zwei unterschiedliche Schulen, die den gleichen Namen tragen. Mein Name ist Werner Fenter. Ich bin Produktmanager bei der Firma Schöck Bauteile. Und sicherlich haben Sie im Flyer gelesen oder kennen auch Schöck schon als Bauproduktehersteller insbesondere für Wärmedämmelemente. Wir starten direkt ein mit der Hans-Thoma-Schule in Malsch. Das ist eben diese Sanierung mit dem großen Anbau im vorderen Bereich, wo auch ein Mensa-Bereich drin ist. Das Architekturbüro Weintl hat das gemacht, ein Gesamtvolumen von ungefähr 8 Millionen Euro mit dem vorderen Neubaubereich und einem hinteren Sanierungsbereich, was fassadenseitig ausgeführt wurde von der Firma Dachwandsysteme. Hier sieht man den Schultrakt mit den Klassenzimmern, ein alter Stahlbeton-Skelettbau mit ausgefachten Brüstungselementen, die zweischalig waren. Das ist im Prinzip ein 10 cm Betonbrüstungselement und vorne dran war ein Klinkermauerwerk, nicht tragend. Alles ungedämmt und das Ganze musste energetisch saniert werden. Hier sieht man nochmal, die Decken und die Unterzüge gingen im Prinzip direkt durch und aufsitzend waren dann diese Brüstungselemente, die da so ist der Architekten- und der Bauherrenwunsch im Planungszustand, dass im Prinzip die Fassade energetisch saniert wird und eine Faserbeton-Fassade vorgehängt hinterlüftet wird. Die große Krux war, man wollte eben nicht den Altbestand komplett zurückbrechen, sondern man wollte durch dieses Verblendmauerwerk durch verankern und deswegen fiel die Wahl auf ein stabförmiges System. Hier der Schöck Isolink, ein Faserverbundwerkstoff, der im Prinzip wie ein Verbunddübel eingeklebt werden kann. Das sieht man nochmal im Schnitt. Rechter Hand ist grau, ist im Prinzip der Untergrund, ein tragender Untergrund, dann ein Dämmelement, eine Wärmedämmung, Rockwool war das hier, dann eine Aluminium-Unterkonstruktion und die Platte 1 ist im Prinzip dann die genietete Equitone. Hier im Bestand sieht man, dass wir diese 100 mm Tragschallwand hatten und vorne drauf das Blaue, das war die nicht tragende Verblendstruktur, die eben zur Lastabtragung nicht herangezogen werden konnte. Die Wahl wurde dann so, dass man im Prinzip den stabförmigen Anker durch diesen Blauen, die nicht tragende Ebene durchbohrt und im Beton verankert. Darüber kamen 180 mm mineralische Dämmung und nach einem Hinterlüftungsspalt eben die Equitone. Ein Bild von der Baustelle, von der Ausführung. Da sieht man auch nochmal schön das nicht tragende Mauerwerk, das einfach durchbohrt wurde und mit einem Verbundmörtel hinten verankert. Vorne die zwei Anker, da sieht man, da wird ein Beton ergänzt. Da hat man sich auf die gleiche Weise betätigt und hat den Anker genommen. Das war kurz vor Abschluss des Klassenzimmertraktes. Und man sieht auch diese ja, leicht unterschiedlich farblichen Platten, um so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Denke ich, ein ganz gelungenes Beispiel. Insbesondere dann, wenn es nicht tragende
Ebenen gibt, die es zu überbrücken gibt. Ein bisschen auf die punktuelle Wärmebrücke, auf den Einfluss in der vorgehängten Fassade, möchte ich an einem zweiten Beispiel, wiederum der Hans-Thoma-Schule, dieses Mal eine Grundschule in Rastatt, die diese Woche überhaupt bezogen wurde, also ganz, ganz neu. Das ist der vordere Teil, auch eine hinterlüftete Fassade mit Putzträgerplatten. Und im hinteren Bereich ist ein einstöckiger Anbau, wo auch die Mensa drin ist. Und den schauen wir uns mal genauer an, weil anhand dieser Ecke, ungefähr 24 Quadratmeter, kann man die Bauphysik eigentlich ganz schön sagen. Hier mal ein Ausschnitt, 24 Quadratmeter mit 15 Festpunkten. Das ist der Isolink-Durchmesser 20 und 45 Gleitpunkte, um die Aluminiumprofile zu tragen. Den Durchmesser 12, aufbauend eine 200 mm mineralische Dämmung, der Wärmeleitgruppe 035 und darüber dann wieder die Aluminiumunterkonstruktion und eine HPL-Tresparplatte. Wenn wir uns die Bauphysik angucken, punktuelle Wärmebrücken sind nach der europäischen Norm DIN EN 6946 zu berücksichtigen. Das gehört im Prinzip zu dem Wandaufbau dazu. Und da haben wir den ungestörten Wandaufbau, das ist der U0-Wert. Und wir haben einen Wärmebrückenzuschlag. Das ist die Anzahl der Anker, N mal der punktuelle Wärmebrückenkoeffizient Chi. Und das ist ein additiver Ansatz. Und gemeinsam kommen wir dann auf den Gesamt-U-Wert der Wand, U-effektiv bei uns genannt. In der Norm steht drin, wenn der Einfluss der punktuellen Wärmebrücken kleiner als 3% ist, darf er in der pauschalen Bemessung vernachlässigt werden. Das ist ein sehr spannender Fall. Da kommen wir gleich drauf zurück. In der Unterkonstruktion, Wandhalter, gibt es in der Regel drei unterschiedliche Wandmaterialien. Wir haben einmal den Comba, das ist ein Faserverbundwerkstoff. Und gucken wir gleich in die Mitte rein, bei der Wärmeleitfähigkeit von dem Faserverbundwerkstoff. Da haben wir 0,7 Watt pro Meter Kelvin. Werten dahingegen die Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl liegt zwischen 15 bis 17 Watt pro Meter Kelvin. Aluminium hat sogar 160 bis 220 Watt pro Meter Kelvin. Das heißt, der direkte Materialvergleich von Aluminium zu dem Chacomba, da ist eine Differenz von 300. Also die Wärme wird 300 mal schlechter geleitet von Comba wie von Aluminium. Aber das nutzen wir relativ oft. Wie groß der Einfluss tatsächlich ist, sieht man auch hier bildhaft dargestellt in den Isothermen, wo wir links mit dem Comba fast keine Verzerrung haben und rechts beim Aluminium doch eine sehr große Streuung in den Wärmeisothermen. Was macht es aber auch auf die Dämmung auf? Hier an der Schule in Rastatt sollte ein U-Wert von 0,165 erreicht werden, Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und wie im Beispiel gezeigt, waren das 2,5 Wandhalter pro Quadratmeter. Die 200 mm Wärmedämmung gibt einen U-Wert von 0,164 und wir haben einen minimalen Wärmebrückenzuschlag durch den Isolink von 0,0011. Das sind 0,6%. Beim Edelstahl bräuchten wir, um den gleichen U-Wert zu erreichen, schon 26 cm Wärmedämmung aufgrund der Wärmeverluste vom Edelstahl inklusive Thermostopp. Und beim Aluminium wären rechnerisch hier sogar 600 mm Wärmedämmung erforderlich und das nur aufgrund der punktuellen Wärmeverluste. Das Ganze machen wir mit einem, wie gesagt, stabförmigen Anker, der das Gewinde auf der linken Seite, ein Edelstahlgewinde, das geht nur ungefähr 4 cm in den Stab rein. Ansonsten ist der 100% Faserverbundwerkstoff. An das Edelstahlgewinde können wir metallisch anschließen. Der Anker ist seit 2018 baufsichtig zugelassen für alle Gebäudeklasse bis 5, also 1 bis 5 im Hochhaus aus Brandschutzgründen nicht. Aber bis zur Gebäudeklasse 5, 22 Meter ist der baufsichtig zugelassen. Kurze Zusammenfassung: Ein Name, ein Hans Thoma, hat zwei unterschiedliche Schulen, die Schule tragen diesen Namen so rum. Im ersten Fall ging es primär um den Montagevorteil, nicht tragende Schichten zu überbrücken. Das ist natürlich auch bei bestehenden Wärmedämmverbundsystemen möglich. Das ist auch im Dachaufbau, wäre nachher noch viel übers Dach.
Also wenn Polystyrole auf dem Dach sind oder was, da ist der Anker genauso einsetzbar und einfach durchzubohren und einzukleben. In der zweiten Schule, in dem Beispiel, ging es primär um den sehr hohen Wärmedämmwert, der zu erreichen ist. Der U-Effektivwert von 0,165 wurde in diesem Fall mit 200 mm Mineralwolle erreicht. Das Ganze ist beaufsichtigt zugelassen, hundertfach geprüft und getestet und an vielen Bauvorhaben ausgeführt. Und ich bin gespannt auf das Bauvorhaben, was wir als nächstes mit Ihnen zusammen machen. Ich sage vielen Dank und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, prima, Fenter. Dankeschön mit Ihrem zackigen Ausstieg. Haben Sie uns hier auf die Probe gestellt, aber ich habe schon damit gerechnet. meine Frage ist, Sie haben jetzt zwei Nichtwohngebäude gezeigt. Ist es denn ein Produkt, was vor allem bisher im Nichtwohngebäudebereich eingesetzt wird, oder war das Zufall, weil Sie diese Objekte spannend fanden? Das ist im Wohngebäude genauso einsetzbar. Letztlich ist es da die U-Wertanforderung sogar noch höher, insofern noch viel besser, gerade wenn wir in Passivhäuser gehen. Es ist völlig unabhängig davon. Die zwei Schulen, die sind direkt vor der Tür, tragen den gleichen Namen, sind relativ frisch fertig. Ich fand die interessant zu zeigen. Ich hoffe, Sie auch. Okay, wir haben jetzt im Moment keine weiteren Fragen. Ich schaue noch mal hier in die Runde. Ich fürchte, Ihr Vortrag war so gut und so detailreich, dass Sie alle Fragen schon während des Vortrags beantwortet haben. Ich fand es super spannend, habe wieder einiges gelernt. Zwischendrin mir ein bisschen den Schweiß von der Stirn gewischt. Bleibt mir nur Ihnen zu danken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag zu wünschen. Eine erfolgreiche, spannende Veranstaltung wünsche ich allen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.